Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier. Wir spielen Untitled Goose Game zum ersten Mal. Jawohl. Auch endlich mal ein Video mit Live-Kommentar und vor allen Dingen auf Deutsch, was mir persönlich auch sehr gefällt. Ja, Untitled Goose Game ist jetzt, glaube ich, draußen seit einem guten Jahr. Hab's vor kurzem zum Geburtstag geschenkt bekommen. Shoutout an Steam-Nutzerin für Dracohygiena, auch bekannt als meine Freundin in echt, die mir dieses Spiel geschenkt hat. Was in erster Linie daran liegen könnte, dass ich privat eigentlich auch sehr gern Fan von aller möglichen Arten Tier bin, inklusive Gänsen. Und da dachte sie sich, jo, das Spiel, das was für ihn. Ja, wie man sieht, ziemlich schlicht gehalten, das Menü, eine ziemlich einfache Klaviermusik auch, die, denke ich, nach spätestens 5 Minuten ziemlich nervig werden könnte. Aber darum soll es ja auch nicht gehen hier, wir wollen jetzt mal das Spiel uns angucken. Ich bin ein Einzelspieler. Ja, wir sichern Nummer 1. Natans Leertaste drücken. Ach du meine Güte. Mega. Mega. Okay. Ja gut, die Steuerung ist interessant auf jeden Fall. Da sind Glocken im Abgrund, warum auch immer. Ja, also wir sind eine Gans und wir laufen hier durch ein kleines Waldstück. Ich habe einige Dinge gesehen über dieses Spiel, einige Videos gesehen, ein bisschen was gehört auch von anderen, die es gespielt haben. Es soll wohl ziemlich witzig sein. Ja, und wenn ich dann hier um diesen Stein mal rumkomme, dann können wir mal schauen, was hier so passiert. Zum Neigen nach vorne Steuerung. Ah ja, gut. Dann bückt die sich. Okay, mit Rechtsklick können wir. Aha, okay. Ja, mit Rechtsklick können wir es schaffen, Dinge aufzunehmen, beziehungsweise irgendwas zu machen mit unserem Schnabel. Nach unten neigen und Dinge vom Boden aufzuheben. Ja, das genau, das habe ich ja gemacht. So. Was kann man hier machen? Okay, wir haben hier die Bolzen entfernt. Gehen jetzt hier hin. Das gleiche nochmal. Aufpassen, nicht erschlagen zu werden von dem Tor. Und dann können wir mit den Flügeln schlagen. Ja, schlagen ist auch relativ. Können wir sogar schwimmen? Oh mein Gott, wir können sogar schwimmen. Das ist ja mega. Ja, wir haben ja unseren kleinen eigenen Teich anscheinend. Andere Tiere nicht zu sehen. Können sie vielleicht was snacken? Kann ich das fressen? Nee. Ich kann es versenken im Teich. No, das ist doch gut. So, und dann gucken wir mal, kann man hier irgendwie rauszoomen? Nee, ich glaube nicht. Rasenmäher, können wir damit was machen? Auch nicht. Wir haben aber eine Aufgabenliste, die wir mit Tab aktivieren können. Wir haben Aufgaben, und zwar: Geh in den Garten, mach den Gärtner nass, okay? Klau dem Gärtner seine Schlüssel, bring den Gärtner dazu, seinen Sonnenhut zu tragen, okay? Wirf den Rechen in den Teich und mache ein Picknick. Dazu soll man auf die Picknickdecke bringen Sandwich, Apfel, Kürbis, Karotte, Marmelade, Thermoskanne, Radio und ein Korb. Okay, kann ich hier noch weitergehen? Ah, okay, mit Z kann ich mir Dinge schnappen, das wurde, glaube ich, gerade nicht gesagt. Nee, Rechtsklick und Z, aber geht auch nur mit Rechtsklick. Ich kann herauszoomen mit der mittleren Maustaste. Oder mit A und S. Okay. Ah, ja. Ja, okay, gut. Also, wir brauchen
Eine Picknickdecke. Lass mal uns hier. Ah, hier ist die Picknickdecke. Okay, das ist super. Dann. Was war das? Ich glaube, der Apfel und das Sandwich. Das muss da, glaube ich, rauf. Okay, der behält das im Mund automatisch. Ja, das haben wir. Das zweite Sandwich schwimmt da noch. Den Korb, der steht neben der Bank. Das ist super. So, das kannst du. Mein Gott, die Grafik, ey. Also rein von der Bewegung des Tiers her sieht schon gar nicht schlecht aus. Oh mein Gott. Das ist aber eine sehr starke Gans. Das habe ich noch nie gesehen. Junge, Junge. Also halten wir fest, wir sind eine starke Gans und wir sind, ja, ich würde sagen eine Arschlochgans auf gut Deutsch. Warte mal, was soll denn da alles drauf? Apfel, Korb, Sandwich ist... Sandwich haben wir... Ah, wahrscheinlich beide Sandwiches. Dazu sollten wir dann einmal in den Teich. Will der wohl beide Sandwiches haben? Ja, genau. So, jetzt brauchen wir noch Marmelade, Thermoskanne, Radio, Kürbis und Karotte. Das Radio, das habe ich gesehen. Das war neben dem Gartentor. Genau, hier auf diesen Zementsäcken. Nee, dich will ich nicht. Aber man konnte doch mit Steuerung? Ja, genau. Ja. Kommt nicht. Oh, das ist schlecht. Will uns das wegnehmen? Ich befürchte ja. Nein, lass mich! Nein! Okay. Hey! Okay, aber wir kommen jetzt schon mal hier rein. Wir sind im Garten, genau. Was brauchen wir denn? Was müssen wir denn noch machen eigentlich? Den Gärtner nass machen. Okay, wir haben hier Schläuche, beziehungsweise den Gartenschlauch. Kann ich da irgendwas? Nee, kann ich nicht. Kann ich die Schaufel nehmen? Nee, ich glaube auch nicht. Ah, der sucht jetzt seinen Zementsack. Dann kann ich in der Zeit ja vielleicht mal seinen Topf umschmeißen. Kann ich noch was machen? Ein Schuh. Wenn ich ihm den klau? Was passiert dann? Sieht er mich dann? Ja, er sieht mich. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Die Schlüssel hat er an seiner Hose. Da muss ich ja irgendwie auch rankommen. Ein Kürbis sollen wir auch. Brauchen wir auch. So, jetzt gib aber Gas. Die Frage ist, holt er das sich von der Picknickdecke zurück? Einfach den Kürbis? Oder... Ne, hier müssen wir lang. So. Kürbis kann loslassen. Karotte, Marmelade, Thermoskanne, Radio. Thermoskanne wird es bestimmt bei ihm geben. Karotte, Thermoskanne, Radio, Marmelade. Ah, nimm mal. Hier haben wir Karotten. Ja, es interessiert ihn halt auch nicht, dass wir das nehmen. Ich frage mich noch, ob der Rasenmäher irgendeine Bewandtnis hat hier. So. Marmelade. Interessant von hinten diese Gans zu beobachten, während sie so watschelt. Und die Schubkarre, ein Topf. Da ist Marmelade und eine Thermoskanne. So. Können wir hier rein? Ne, sieht nicht so aus. Können wir den nehmen? Ja, ich glaube, wir können. Okay, er mag uns nicht. Wir hören so eine Kirchenglocke. Nehmen wir mal die Schaufel weg. Mal gucken, was der dann macht. Oh, wir müssen die dann nass machen. Dann können wir das doch eigentlich... die Schaufel jetzt hier versenken. So.
So, die schwimmt jetzt hier. So, was macht er jetzt? Hat er jetzt bemerkt, dass seine Schaufel weg ist? Was macht er? Er geht auf den auf den Eimer. Okay. Können wir irgendwas machen? Was ist hier mit dem Hut? Komme ich da ran? Nein, scheint nicht so. So, jetzt sucht er die Schaufel. Wo ist die? Okay, das merkt er sofort. Schade, das hat er auch gemerkt. Okay, also die meisten Sachen. Okay, er ist schneller als wir. Aber die meisten Sachen merkt er. Lass mich! Kriegen wir diesen Schlüssel? Das ist die Gießkanne. So, er guckt jetzt nach seinem Schuh. Wenn wir jetzt noch kurz warten. Ich muss irgendwie an diesen Schlüssel rankommen. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Schade. So, komm, 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 schneller, 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 schneller. Ab ins Wasser, jawohl. Ja, der Gärtner ist nass, wunderbar. Hier sind seine Schlüssel. Oh, oh, verdammt. Na gut. Jetzt haben wir ja theoretisch die Chance, irgendwas von dem Tisch hier zu holen. Zum Beispiel die Marmelade. Oh, nicht gut. Okay. Pass mal auf, das ist irgendwie nicht gut, was wir hier machen. Das dauert zu lange. Können wir hier was machen? Oh, wenn wir den Zement ins Wasser holen. Hey, lass mich! Hallo! Na gut. Was ist hier eigentlich? Sollen wir mal die Map erkunden ein bisschen. Wir können hier über die Brücke. Hilft uns das überhaupt? Vielleicht ist das auch so eine Art Rundweg, aber wir waren ja an dem Teich hier vorhin. Nee, ich glaube nicht, dass uns das hilft. Dann watschen wir mal hier entspannt zurück. Warte mal, kann ich eigentlich hier so einen Sprung vom Bettrand machen? Oh mein Gott, ja, kann ich. Mega. Super. So. Also, was brauchen wir? Wir brauchen. Wir müssen den Gärtner dazu bringen, seinen Sonnenhut zu tragen. Wir müssen den Rechen in den Teich werfen und das Picknick noch zu Ende machen. Den Rechen, das ist die Schaufel. Nee, halt, das brauchen wir nicht. Ich bin irgendwie noch ein bisschen ratlos, was das mit diesem Wasserschlauch auf sich hat. Okay, der sucht jetzt eine Schaufel. Dann gehen wir mal hier lang.
Aber die Schaufel, ist die nicht noch im Wasser? Ist die noch im Teich? Das werden wir jetzt ja gleich sehen. Ach nee, Moment, da muss ich ja gar nicht hin. Hier ist die Schaufel. Wenn wir ihn jetzt nehmen, Schaufel! Die Schaufel, du willst doch bestimmt die Schaufel haben. Das ist ganz schön tricky, finde ich. Ausgemacht. Wo ist er? Okay, er sucht uns jetzt. Er hat uns nicht gefunden. Jetzt guckt er nach der Schaufel, nach dem. Wir gehen lieber mal hier lang. Gucken, ob uns das besser hilft. So, wo ist er? Da ist er, nicht gut. Genau, geh du mal in die andere Richtung. Gut, er hat es nicht gemerkt. Halt, wir müssen hier lang. Halt! Ich halte die ganze Zeit hier die Zoom-Taste gerade. Gerade was entdeckt. Genau. Mach du mal hier die Schaufel. Der hat sich gerade so gebückt. Wenn man da dem was Wasser aufdreht, vielleicht bringt das irgendwas. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir den Rechen hier loskriegen. Komm schon. Oh, das ist schlecht. Egal, einfach so weit wie möglich kommen. Lauf doch! Oh. Okay, er kann durch sein Beet laufen. Ich weiß noch nicht ganz, ob es das ist. Ob das so richtig ist, was wir hier machen. Grundsätzlich ist aber, finde ich, immer eine gute Idee, Dinge einfach weit weg zu verstecken. Ich glaube auch nicht, dass so eine Metallschaufel schwimmen kann, bin ich ganz ehrlich. Komme ich hier eigentlich auch wieder hoch? Nee. Nun gut. Weiter. Das mit dem Sonnenhut habe ich ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden. Aber wir können uns ja erstmal um das Radio und die Thermoskanne kümmern. Und wenn wir hier außen rumgehen und uns da sieht. Ja, fast. Okay,
Das Radio, aber ich glaube, das Radio geht, meine ich, an, wenn wir, sobald wir das in die Hand, also in den Schnabel nehmen. So, gib Gas. Da hinten ist er nämlich. So, das Picknick haben wir. Sekunde mal, wenn ich jetzt das Radio hier versenke. Ja. Dann ist es aus. Ist doch gut. So, er sucht jetzt die Thermoskanne. Der Topf ist da hinten. So, wo tust du den hin? Ja, guck mich nicht an. Mach du mal deine Arbeit. So, und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Bisher weiter als ich dachte. Bisher deutlich weiter als ich dachte. Er ist nicht zu sehen. Wir haben den Rechen im Meer versenkt. So, und wir haben eine neue Aufgabe. Warum haben wir eine neue Aufgabe? Wir sind noch nicht durch. Bring den Gärtner dazu, sich mit dem Hammer auf den Daumen zu schlagen. Okay. Das mit dem Sonnenhut habe ich nur noch nicht ganz verstanden. Warum sollten... Sekunde. Aha, okay, Moment. Oh, Zement in einem Teich, das ist nie gut. Wo ist der Gärtner eigentlich? Da ist er. So einfach, muss ich sagen. Aber ich habe eine Idee, wenn wir jetzt das Wasser aufdrehen. Dann klappt das nicht. Na gut. Warum klappt das nicht? Er hatte vorhin einen kurzen Moment, wo er sich bückt. Ja, ist ja gut. Ich glaube, wenn... Ich kann mir vorstellen, wenn wir da das Wasser aufdrehen, während er sich da bückt, dann ist sein Hut nass und er muss den vielleicht wechseln. Da ist der Hammer auf jeden Fall. Der war, glaube ich, ach so, Gänse nicht erlaubt. Das finde ich aber nicht gut. Ja, hast du Pech gehabt. Hey, hallo. Dann nehme ich halt die Schlüssel, damit bin ich auch zufrieden. Ja, Gänse sind nicht erlaubt. Komisch. Das verstehe ich alles noch nicht ganz. Was ist denn hier mit dem Rasenmäher? Hat das irgendeine Bewandtnis? Ne, ich glaube nicht. Da kommen wir auch nicht durch.
Er interessiert sich auch nicht für den Zementsack. So, tun wir den mal zu dem anderen. Der dürfte schon ausgehärtet sein hier. So, die Schaufel. Oh, ne, halt. Nehmen. Man muss schon mit ziemlich menschenhassend sein, um dieses Spiel gut zu finden. Und ich finde das Spiel super. Also von daher, alles wunderbar. So, wo ist er? Hier ist er. Was macht er? Ja, wo ist die Schaufel? Lass mich. Nee, lass mich hier durch. Ich will zu dem Wasser kommen. Schade. Dann nehme ich den halt. Komme ich hier durch? Nein, komme ich nicht. Schade. Na gut. Wir können natürlich jedes Mal wieder dieses Wasser hier aufmachen. Oh, er ist nass geworden. So. Ich meine, wir können natürlich alles, was er hat, hier in den Teich uns holen. Aber ich bezweifle, dass das auf Dauer gewinnbringend ist. Ja, wo ist der Schuh? Ja, das hast du gut gemacht, hast deinen Schuh dahin getan, wo er sein soll. Jetzt brauchst du die Gießkanne, warum? Was möchtest du mit der Gießkanne? Ich bin damit eine Überbrezeln. Nee. Aber wenn du sagst, du brauchst Wasser, das dürfte ja kein Problem sein. Aber erstmal machen wir hier die Bude zu. Oh, dann hast du Wasser. Guck mal. So, und nun nimmt er wahrscheinlich die Schlüssel, ne? Ja. Das war zu erwarten. Wir könnten ihm natürlich die Schlüssel wegnehmen und in den Teich werfen. Wir kommen hier nicht weiter. Der gießt die Rosen. Na, guck mich mal nicht an. Ich gehe wieder. So, nur. Woran denkst du? Ja, komm mal dahin. Ja, das ist gut. Nee, das ist nicht gut.
finde es auch schön, wie diese Klaviermusik jedes Mal neu kommt. Wir kommen so nicht weiter. Kann ich hier irgendwas nehmen? Nee, ich kann auch nicht den Schlauch wegnehmen oder so. Ich muss irgendwie... Jo. Ach, weißt du was? Wir haben ja... eine Karotte gebraucht, aber zwei sind auch gut. Ich finde es auch schön, dass die Gans einfach nicht das alles essen will, sondern... Oh, dann gleich zur Schaufel, das könnte gut sein. Der hatte vorhin diese Schaufel in der Hand und hat sich bei dem Wasserschlauch so gebückt. So, er sucht jetzt die Schaufel, kann das sein, dass ich die versenkt habe? Das ist ja natürlich... Ich glaube, das ist das, was... Habe ich die nicht ganz hinten versenkt? Ja, das könnte sein. Ich glaube, die braucht er wieder. Ja, boah, sind wir gerade Ziel wieder hier. So, dann mal zurück. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. So, Gärtner. Du suchst deine Schaufel. Hier ist sie. Nutze sie weise. Ich drehe durch. Er möchte nicht. Zuckt er die Karotte? Ah! Ja, und jetzt? Das bringt alles nichts. So, bring die Gatte dazu, sich mit dem Hammer auf den Daumen zu schlagen. Wie soll das denn da überhaupt gehen? Und dazu seinen Sonnenhut zu tragen. Was macht er denn jetzt überhaupt? Und du schon wieder die scheiß Gießkanne? Ja, lass mich mal in Ruhe hier. Ich mach das schon. Kümmer dich nicht um mich. Er kümmert sich um mich. Ja gut, ich gehe ja. So, jetzt haben wir die Schaufel wieder. Aber bringt uns das was? Also, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass er irgendwie was buddeln muss. An der Stelle, wo das Wasser rauskommt, wo er jetzt auch hingeht. Wir gehen in Position. Was will er? Er weiß es nicht. Sucht er was? Was sucht er? Wo geht er hin? Kann ich den Stuhl klauen? Nee. Das kann ich nicht. Oh, aber... Ich dachte, er schaufelt jetzt Erde oder so. Aber er geht dahin, wo ich ihn haben will. Oh, das ist aber alles verquert hier, du. Meine Güte. Hätte nicht gedacht, dass eine Gans zu sein so anstrengend sein kann. Was hast du denn vor?
toll. Das bringt uns gar nichts, Freunde. So, was jetzt? Ich glaube, er hat mich noch nicht gesehen. Was willst du jetzt da hinten? Gut, ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Aber dann soll das das fürs Erste auch an dieser Stelle gewesen sein. In der nächsten Folge, beziehungsweise zur nächsten Folge, schaue ich mal, ob ich irgendwie eine Lösung dafür finde. Und ja, das soll das Intro sein für den Arschloch-Gun-Simulator, beziehungsweise Untitled Goose Game. Ich hoffe, euch hat diese erste Folge gefallen. Es wird noch eine weitere Folge selbstverständlich geben. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.